Am besten direkt drei Stück bauen. Zack. Das kann hier rein. Axt, Axt und Axt. Weizen und Weizen kann hier rein. Beziehungsweise Weizenkörner und Weizen. Kann ich da ein bisschen was abbauen? Ja, oder? Nein, das war zu früh. Okay. Passiert. Die Porzellansternchen brauche ich noch immer nicht. Und jetzt gehe ich erstmal ein paar Bäume abholzen. Oh, das ist ja ein Megabaum. Also in den Wald reinzugehen ist immer ein bisschen gefährlich. Auch tagsüber. Denn wie gesagt, da können immer Gegner sein. Und vor allem Creeper halt sich so hinterm Baum verstecken, dann so auftauchen und dann bist du in der Arsch. Wenn er explodiert. Denn ich glaube auch mit der Eisenrüstung, wenn jetzt ein Creeper direkt vor mir steht, das wäre, glaube ich, ganz schön ungesund für mich. Alle Baumstämme abbauen, damit die ganzen Blätter von alleine abfallen. Ich brauche doch Erde, um mich hochzubauen. Mit Stein dauert das Abbauen später viel zu lange. So. Zack. Und da bin ich wieder. Da ist noch ein Holzstamm. Noch irgendwo? Und solange auch nur einer übrig bleibt, dann. Bleibt halt dieser Baum. Und das sieht dann ein bisschen blöd aus. Einmal so drumherum hier abbauen, um zu gucken, ob hier irgendwelche Baumstämme noch sind. Da ist einer. Und da. Da sehe ich noch was. Das müssten alle gewesen sein, oder? Scheint so. Ja, gut, dann gehen wir wieder runter. In der Zeit, bis alles runterfällt, können wir ja die anderen Bäume hier abholzen. So, der ist ganz einfach. Einfach nur in der Mitte hoch. So, das waren alle. Und der nächste. Hier genauso. Diesen Mega-Mega-Baum, nenne ich mal. Dieses Ding. Baue ich gleich ab. Wenn die Bäume drumherum nicht mehr da sind, dann sieht man besser. So. Diesen weißen baue ich auch noch ab, auch wenn ich den nicht wirklich benutze, aber ja, daraus kann man ja Stöcke etc. machen. So. Bleibt dann noch dieser Gigant hier übrig. Dann fühlen wir ihn mal auf den Zahn.
Also mir sind so kleine Bäume wie gerade, die man ganz schnell abbauen kann, viel lieber. Denn die kann man halt einzeln viel schneller alle abbauen und es ist halt nicht so kompliziert, überall so rumsuchen zu müssen. Finde ich zumindest. Denn ich mag es nicht, wenn später die ganzen Äste hier noch bleiben, beziehungsweise die ganzen Blätter. Ich will schon, dass, wenn der Baum abgebaut ist, er auch verschwindet. Aber wie gesagt, dafür muss man halt alles abbauen. Und ich sehe noch irgendwas? Oder ist nur noch der Stamm übrig? Es ist, glaube ich, nur noch der Stamm, ne? Wobei, jetzt ist, glaube ich, nur noch der Stamm übrig. Nein, da ist noch was. Und da sehe ich noch was. Nö, es ist also noch doch noch ein bisschen übrig. War hier oben? Glaube ich nichts mehr, oder? Ich baue mal mit dem Fleisch was ab, damit meine Axt nicht kaputt geht. Ich hau die Blätter mit Schweinefleisch, oder? Ja, mit Schweinefleisch. Ich ehre den Baum, indem ich ihn mit gebratenem. Gebraten oder gekocht? Mit gebratenem Schweinefleisch haue, ja? Das scheint alles gewesen zu sein. Nein, da ist noch was. Und da ist noch was. Es wird dunkel, also schnell wieder nach Hause. Irgendwo muss noch was sein, da oben. Das hole ich mir später. Ah, aber das kann man abbauen, oder? Das da hinten. Die Dinge auf jeden Fall. Ab ins Bett. So, keine Gegner in der Nähe. Dann können wir uns den letzten Baumstämmen hier widmen. Und hier ist eine Höhle. Oder ist das einfach nur so ein kleines Loch? Oh, Kohle. Ne, hier ist nichts. Dann baue ich mal die Kohle ab und mache dann dieses Loch hier zu. Weil unter Wasser dauert das so lange mit dem Abbauen. Ich bin zu lange. Und hoch. Und wieder runter. Ach, weißt du was? Ich habe so viel Kohle. Ich brauche das nicht. Ich baue das gleich wieder zu. Also, was heißt wieder? Ich baue das gleich zu. So, wo war noch etwas? Hier, oder? Da, genau. So, ist hier noch irgendwas, was man abbauen kann an Holz? Scheint nicht so. Nö. Ich will aber gründlich sein. Aha. Was habe ich denn da gefunden? Und da. Jetzt haust den Baum mit Kohle. Mit Äxten, mit gebratenem Schweinefleisch, mit Kohle. Also so eine Sonderbehandlung hat er, glaube ich, fast noch keinen Baum, oder? Und runter. Wobei, das war ein bisschen dumm, aber egal. So, das war alles, oder? Ja. Gut, jetzt hole ich ein bisschen Erde und baue dieses Loch dazu. Das sind natürlich unnötige Gefahren. Man kann da vielleicht mal im Stress, wenn man gerade gegen Monster kämpft, reinfallen und dann
kommt dann mit ein Creeper rein, explodiert neben dir und dann bist du tot. Man muss einfach jede Gefahrenquelle versuchen, nicht nur zu entgehen, sondern sie auch allgemein zu schließen, sozusagen. Safety first. Ups. So. Okay, damit wäre das auch schon mal erledigt. Hier mal ein bisschen schöner bauen. So. Gut. Alle Bäume sind ab. Jetzt können wir uns mal an die Holzzäune und vor allem das Tor ranmachen. So. Das dürfte fürs Erste reichen, aber ich kann ja direkt mal daraus auch Bretter machen. Startet ja nicht. Das kann hier rein. So viel brauche ich eh nicht. So, also, wie machen wir jetzt Zäune? Stöcke in die Mitte. Plus. So. Eichenholzzaun. 48 Stück. Das ist ein bisschen wenig, also brauche ich noch ein bisschen Stöcke. Ups. Nein. Jetzt haben wir Stöcke. Ich baue aber direkt mal das Tor. So, am besten 2 Stück. Wobei am besten 4, damit wir an jeder Seite eine haben. Und Holzbretter. So. Okay. Jetzt Zauntor. Zack. Das sollte genügen, oder? So, die Kohle kann auch da rein. Wir fangen also mal hier an, oder? Ja. Machen wir erstmal eine Seite. Die Tore können wir dann ja später hinzufügen. Mein Schild nervt gerade. So, jetzt geht das. Ne? Doch. Doch, das Gras nervt. Geh weg, sonst rauche ich dich gleich. Och, komm. Ganz schön schwer, so einen Zaun hinzubauen. Bis hierhin. Ach, da muss ich glaube ich noch ein bisschen abbauen, aber das mache ich schon gleich.
So.